Pitti bloß? Ich suche ihn schon. Nack, 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 nack. Ach! Also das ist ja unerhört, nack, nack. Mitten auf dem Gartenweg hat jemand eine Schnur gespannt. Da kann ja ein Unglück passieren, nack, nack, nack. Laufen durch den Winterpark, macht die Muskeln fest und stark. Halt, halt, Pitti. Guck mal, mitten in unserem Garten hat jemand ein Seil gespannt. Du und ich bin darüber gefallen. Schnabel weg! Pitti braucht das. Pitti ist nämlich ein Boxer. Und die Schnur? Na, das ist mein Boxring. Klatsch, bumm. Wenn Pitti trifft, fällt einer um. Haha, komm, Schnattchen, du bist Pittis Übungspartner. Ich? Nack, nack. Keine Angst. Pitti boxt auch nur wie getupft. Du ziehst den Boxhandschuh einfach über den Schnabel. Nack, 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 mach Platz. Pitti soll sich doch einen Dummen suchen, der mit ihm boxt. Ich soll einen Boxhandschuh über meinen Schnabel ziehen. Dann kann ich ja überhaupt nicht mehr reden. Nack, 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 nack. Wann Reinfall. Mädchen boxen eben selten. Meist boxen Mädchen nie. Pitti muss sich eben an Moppi halten. Moppi, du wirst dringend gebraucht. Etwa zum Keksessen? Ach nein, zum Boxen. Gut, ich mache mit. Wen wollen wir denn verboxen? Wir boxen gegeneinander. Boxmeister Pitti gegen das junge Talent Moppi. Was? Ohne mich? Da könnte ich ja einen Schlag einfangen. Was? Guck doch, Moppi. Pitti hat ja watteweiche Boxhandschuhe an. Na, ich weiß nicht. Und außerdem, der Schiedsrichter fehlt ja. Ach, Moment, den Schiedsrichter haben wir gleich. Schnattchen, komm mal schnell her. Ich boxe nicht mit dir, Pitti, nack, nack. Schnattchen, du sollst ja bloß Schiedsrichter sein. Ach so, na gut. Und nun? Jetzt fängt der Boxkampf an. Gong, die erste Runde. Klatsch und bumm. Wenn Pitti trifft, fällt einer um. Moppi, Moppi, ein Boxer versteckt sich nie hinter dem Schiedsrichter. Das merkt ihr mal. Mit dir boxe ich nicht mehr. Ich boxe nicht mit dir. Ich bin auch Schiedsrichter. Nack, 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 zwei Schiedsrichter. Moppi, das geht nicht. Pitti könnte glatt Boxweltmeister werden. Aber er braucht erstmal einen Sieg, damit die Leute merken, was Pitti für ein fabelhafter Boxer ist. Na, dann box doch mit dem Schneemann. Der rückt bestimmt nicht aus, nack, nack. Oi, ungeheuer starker Gegner. Groß und dick und stramme Muskeln. Na, da müsst ihr beide Schiedsrichter sein. Gong, erste Runde. Sportsfreund Pitti, nicht den Kopf so tief nehmen, das ist verboten. Du bist doch keine Straßenramme. Klatsch und bumm, wenn Pitti trifft, fällt einer um. Passt auf. Ha, boing. Oh, nack, nack, nack. Eins, zwei, drei. Haferbrei und Kleckerei. Vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, K.O. Aus! K.O., K.O. Sieger ist Pitti durch K.O. beim ersten Schlag. Nack, nack, nack. Pitti, deinen fabelhaften Sieg über den Schneemann, den feiern wir jetzt mit einer Tasse Abendkakao, nack, nack. Der Schiedsrichter ist auch eingeladen. Jo. Hoffentlich haben das viele gesehen und melden sich, um mit Pitti zu boxen. Du. Pitti, ja? Was machst du denn, wenn sich nun ein richtiger Boxer bei dir meldet? Auweia! Pitti ist ja bloß Flohklasse. Da gibt's nicht viele. Wo bleibt ihr denn? Der Kakao wird ja kalt. Ja, komm!